Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal etwas ausführlicher alles zeigen, was ihr über die neuen Reforged-Steine wissen müsst, die man momentan in Hypixel Skyblock bekommen kann. Doch vorweg noch als kleine Info für die Leute, die sich überlegen, ob sie sich den Reforged Anvil craften sollen. An sich hat man dadurch keinen Vorteil, wenn man den Amboss auf der eigenen Insel hat, da man dann genauso viele Coins bezahlen muss, wie als wenn man den Amboss bei Malik zum Reforgen verwendet. Und für die Leute, die bereits einen Reforged Anvil haben und sich unsicher sind, ob man den Amboss wieder abbauen kann, dort kann ich euch beruhigen, man kann den Reforged Anvil ganz normal wieder abbauen und man bekommt auch den Reforged Anvil wieder, wenn man diesen abbaut. Kommen wir nun aber zu den Reforged Steinen. Angefangen mit den Steinen, den man am einfachsten bekommen kann, dem Onyx. Diesen kann man einfach im Hub beim ganz normalen Mining Händler für 100 Coins kaufen. Den Stein kann man nur auf eine Spitzhacke anwenden. Und um den Stein zu benutzen, müsst ihr Mining Level 2 sein. Da die Kosten variieren, je nachdem welche Rarität die Spitzhacke hat, blende ich im Verlauf des Videos die Kosten immer mit den Werten ein, welche die Reforges euch geben. Wenn ihr den Stein auf einer Spitzhacke verwendet, erhält diese den Reforge Fruitful, was dafür sorgt, dass ihr passiv mehr Intelligenz und Defense bekommt, wobei die Werte von der Rarität der Spitzhacke abhängig sind. Und der Fruitful Effekt sorgt noch dafür, dass ihr eine 3% Chance auf Doppeldrops habt, egal welche Rarität die Spitzhacke hat. Der Lapis Crystal ist ebenfalls ein Reforge-Stein für eine Spitzhacke. Den Lapis Crystal könnt ihr mit einer 1% Chance bei den Lapis Zombies in den Deep Cavern bekommen, womit dieser Stein auch nicht so selten ist. Um den Lapis Crystal zu verwenden, müsst ihr mindestens Mining Level 5 sein. Wenn ihr den Lapis Crystal auf einer Spitzhacke verwendet, erhaltet ihr den Magnetic Reforge, welcher euch passiv Defense gibt, und beim Minen erhaltet ihr 10% mehr XP, womit aber die XP zum Verzaubern gemeint sind und nicht die Mining Skill XP, soweit ich weiß. Weiter geht's mit der luxuriösen Spule. Diese bekommt ihr zu 100% gedroppt, wenn ihr die Brutmutter besiegt, welche auf der Spitze vom Spider-Dance spawnt. Um diesen Reforge-Stein zu verwenden, müsst ihr Mining Level 6 sein und dies ist momentan der einzige Reforge-Stein, den man auf Talisman anwenden kann. Wenn man einen Talisman damit reforged, erhält dieser den Silky Reforge. Der Silky Reforge sorgt dafür, dass ihr in Abhängigkeit von der Rarität des Talismans mehr oder weniger Trick Damage dazu bekommt. Der nächste Reforge Stein ist der Rare Diamond, den ihr bekommen könnt, wenn ihr Diamanterze in den Deep Cavern abbaut. Den Rare Diamond könnt ihr ab Mining Level 8 verwenden und der Reforge Stone sorgt dafür, dass ihr einen Rüstungsteil mit Reinforced reforgen könnt. Dieser Reforge sorgt dafür, dass ihr mehr Defense auf euren Rüstungsteilen erhaltet. Weiter geht es mit dem Molten Cube, welchen ihr beim Besiegen des Magma Boss im Blazing Fortress erhalten könnt. Ab Mining Level 10 könnt ihr den Molten Cube verwenden, um einen Rüstungsteil mit Cubic zu reforgen. Der Cubic Reforge sorgt dafür, dass ihr passiv mehr Stärke und Leben bekommt und unabhängig von der Rarität des Rüstungsteils bekommt ihr auch 2% weniger Schaden von Nether Mobs, wenn ihr den Cubic Reforge auf euren Rüstungsteilen habt. Der nächste Reforge-Stein ist der Endstone Geode, welchen ihr bekommen könnt, wenn ihr in den unteren Ebenen vom End glitzernde Blöcke abbaut. Den Geode könnt ihr ab Mining Level 14 verwenden, um einen Rüstungsteil mit Warp zu reforgen. Der Warp Reforge sorgt dafür, dass ihr passiv etwas stärker Attack Speed und Laufman Speed erhaltet und ebenfalls in Abhängigkeit von der Rarität des Rüstungsteils bekommt ihr einen Warp Bonus, welcher euren Movement Speed für 5 Sekunden erhöht. Kommen wir nun zu den Reforge-Steinen, welche man von den Drachen erhalten kann. Der erste davon ist das Strength Scale, welches ihr von jedem Drachen außer dem Superior Drachen droppen könnt. Das Strength Scale kann man ab Mining Level 20 verwenden, um ein Rüstungsteil mit Spike zu reforgen. Der Spike Reforge sorgt dafür, dass ihr gefühlt alle Werte etwas erhöht, wie ich euch hier wieder eingeblendet habe. Der nächste Reforge-Stein ist die Dragon Claw und diese kann von jedem Drachen gedroppt werden und hat dieselbe Drop-Chance wie ein Aspect of the Dragons. Ab Mining Level 22 kann man mit diesem Reforge Stein ein Schwert mit Fable reforgen. Damit ist die Dragon Claw momentan der einzige Reforge Stein, der für ein Schwert angewendet werden kann. Und der Fable Reforge sorgt dafür, dass ihr passiv sehr viel mehr Stärke und Crit-Schaden erhaltet und unabhängig von der Rarität des Schwertes können eure kritischen Treffer bis zu 20% mehr Schaden machen. Und damit sind wir auch schon beim letzten Reforge Stein angelangt, den es momentan gibt, dem Dragonhorn, welches man nur vom Superior Dragon bekommen kann, wobei das Dragonhorn den Aspect of the Dragon's Drop beim Superior Dragon komplett ersetzt hat. Das Dragonhorn kann man ab Mining Level 25 verwenden, um ein Rüstungsteil mit Rion zu reforgen. Passiv gibt euch dieser Reforge, genau wie der Spike Reforge vom Dragonscale, auf fast alle Werte einen kleinen Bonus, in Abhängigkeit von der Rarität des Rüstungsteils, wobei die Werte wirklich genau dieselben sind wie beim Dragonscale. Aber das Besondere an dem Rion Reforge ist, dass ihr unabhängig von der Rarität des Rüstungsteils nochmal plus 1% auf all eure Stats bekommt, womit dieser Reforge mit zu den besten gehört, wenn eure Werte hoch genug sind,
Wenn ihr dann bei einem kompletten Rüstungsset einfach plus 4% auf all eure Werte erhaltet. Insgesamt kann man sagen, dass gerade die Reforged-Steine von den Drachen sehr gut sind, aber auch die luxuriöse Spule, welche man auf die Talismane anwenden kann, ist meiner Meinung nach auch sehr gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Reforged-Steine ihr bereits genutzt habt oder welche ihr in Zukunft benutzen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.